Bei dem Wetter, nichts Besseres. Ah, das haben wir so in einer Stunde unterhalten uns noch mal. Mach doch den einen, weil du da jetzt so hast, hier so mal. Guck mal, jetzt haben wir da schon einen rechten Fuß nach. Ja, das tut ordentlich. Das ist schon auch, ja.
Das Geld kommt aus der Fischereiabgabe. Wir haben jetzt Ich bin auch laufen, dass man bei der Unterschreibung.
Maul. Jetzt, also sie ist da. Wir müssen das abklären, wie man das morgen macht. Wir wurden alarmiert mit dem Stichwort Öl auf der Lauder. Gleichzeitig wurde gesagt, man riecht es sehr stark. Sind mehrere Ölflecken auf der Lauder sichtbar, haben mehrere Anwohner gemeldet, haben es der Polizei gemeldet und die haben es dann weiter gemeldet. Wir haben dann in der Lauder, in dem Bereich der Bärstraße, Ölflecken auf der Lauder gesehen und haben gesagt, wir müssen erst mal schauen, dass wir sehen, wo das herkommt. Haben dann parallel gleich mal gesagt, okay, das ist mehr, das ist größer. Wir setzen die Ölsperre im Bereich der Bärstraße. Die Polizei in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr hat dann die Lauder abgefahren, hat dann auch den Einlauf gefunden, wo dieser Stoff rauskam. Wir haben dann durch den Geruch haben wir vermutet, dass es Terpentin ist oder Kaltreiniger, also dass es nicht Öl ist, weil es ist einfach ein stechender Geruch. Ist aber für die Umwelt, für die Lebewesen vielleicht schon langfristig, aber für den Mensch keine Gefahr. Und haben dann durch verschiedene Maßnahmen versucht, den Standort zu lokalisieren, wo der Verursacher herkam. Der Verursacher wurde dann auch recht schnell gefunden, oder die verursachende Firma, haben dann auch festgestellt, was die gemacht haben. Die haben den Tank heute gereinigt mit Lösungsmittel. Und es wurde dann halt über den Kanal abgelassen. Das Wasserwirtschaftsamt war vor Ort und die Polizei und die Ermittlungen wurden jetzt eingeleitet. Es wird dann morgen, im Lauf des morgigen Tages, an der Firma größere Ausgrabungen stattfinden, um den verunreinigten Boden eigentlich auch zu entsorgen. Wir warten jetzt auf die Entsorgungsfirma, um diesen Kanal zu spülen, dass der dann rückstandsfrei ist, und werden dann vermutlich im Laufe des morgigen Tages an der Ölsperre dann den Rest aufsaugen, weil es im Laufe der Nacht eigentlich keinen Sinn mehr hat und alles Weitere wäre zu gefährlich und es besteht auch sonst keine unmittelbare Gefahr für die Menschen und die Umwelt. Ja gut, im Moment ist es jetzt noch kein Problem. Es wird jetzt noch eine Weile dauern, bis die Entsorgungsfirma kommt, weil die hat ein bisschen dementsprechenden Weg. Sowas haben wir eigentlich nicht vor Ort, bis die kommen. Die müssen dann ihre Mitarbeiter auch erst holen. Das wird mit Sicherheit noch 2-3 Stunden gehen. Und dann gehen wir heim und ins Bett, ein paar Stunden schlafen. Also sind jetzt mittlerweile mit diesem ganzen Drumherum sind jetzt 6 Fahrzeuge im Einsatz und ca. 30 bis 35 Mann.